Neuer Stream, neues Glück, hier in Fallout mit Schnellspeicherino. Wir haben letzte Mal ja weiter erkundet und da werden wir heute die Ecke auch erstmal komplettieren. Was, wie, wo, wen habe ich erkundet? Gucken wir mal auf der Karte, dann kann ich halt nämlich mal ein bisschen näher hier verifizieren. Wir hatten hier hinten die Ecke gemacht. Und die obere Ecke, beziehungsweise davor hatten wir die untere Ecke hier gemacht. Also der Bereich ist so gut wie fertig. Dann waren wir zum Schluss hier. Hatten den Fort Strong sogar noch eine X-01-Rüstung gefunden und müssen hier nochmal ein bisschen erkunden. Das heißt, wir starten heute von hier und gehen hier nochmal diesen Zipfel runter und dann sind wir fertig. Dann könnte eventuell Vault 81 kommen und dann haben wir natürlich hier noch den ganzen Südwesten, den wir einmal erkunden müssen, bevor es dann zurück hier in die Zentrale geht und dann das hier einmal abfrühstücken und dann geht es auch Richtung Hauptstory. Das wird noch ein paar Streams dauern mit der Hauptstory, also da keine Hauptstory. Spoilerino-Gefahr. Wie sieht es im Moment aus? Natürlich habe ich nichts weiter gemacht. Wir gucken einmal ganz kurz in die Skills rein, für alle, die halt mal ganz neu dazugekommen sind oder mal gucken wollen. Wir sind Stufe 57, das steht hier hinten, wo ich sitze, das seht ihr nicht. Hauptskillung ist Glück, mit sehr viel im Glücksbaum. Und passend dazu einfach nur noch ein paar Perks, die mir wichtig waren, wie den lokalen Anführer, wie Aqua Girl, wie das Schlösserknacken, wie der Gewehrschütze, wie der Einsame und Herziehende. Ja, wir haben den Waffenfree komplett geskillt, wir haben Hacken komplett geskillt und im Moment waren wir dran, in Intelligenz zu skillen, damit wir als nächstes Wissenschaft skillen können, damit wir sowohl halt die ballistischen Waffen modden können über den Waffenfreak, wie auch die Laser, Plasma und was es noch alles gibt, Klamotten, denn da brauchen wir Wissenschaft. Hier gehen jetzt die nächsten 4 Punkte bei den nächsten 4 Level-Ups rein in Wissenschaft. Da haben wir nämlich letztes Mal hingeskillt, da haben wir den 6. Punkt in Int geskillt, genau, wir hatten vorher 4. Wegen Hacken und haben dann 2 Int geskillt. Das waren die letzten Punkte. Perfekt. Ja, und dann wubbeln wir uns hier hin. Achso, Waffen. Wer die eventuell sehen will, kann ich auch nochmal ganz kurz zeigen. Unsere Standardbewaffnung. Da haben wir halt den Doppelwindex, ein 73er 10mm. Den Doktor planlos Sparplasma. 132 ballistisch und Plasma. Den habe ich sogar umgebaut. Das ist nämlich mittlerweile eine Legendary-Waffe mit Sternchen, weil die 25% höhere Feuerrate und 15% schnelleres Nachladen hat. Das war vorher eine Standardwaffe. Da habe ich jetzt halt einfach eine neue gefunden und habe die quasi umgebaut, aber gleich benannt. Ja, Yassi-Plöpper mit 163 ist halt einfach ein Lasergewehr. Der Raginator 172 mit 30 Kryoschaden und dem Crit-Effekt. Spikes Todmacher, ein 298er Schrotgewehr. Unsere absolute Topwaffe im Moment. Die Tanya-Klinge für kleine Miliziele, wo man mal draufschnetzeln kann. Und V wie Recursive, ein einfach gemoddetes Sturmgewehr. Leider noch kein Special Perk, da hatten wir noch kein gutes gefunden. Ich hoffe, dass wir da mal ein Sturmgewehr finden, was irgendwie 25 Bonusschaden macht oder die Ziele anzündet oder so. Das wäre ziemlich geil, da hatten wir noch kein Glück. Der Recursive ist halt im Moment noch nicht Legendary, im Moment ist er nur Epic. Der Epic Recursive muss Legendary werden. So, genug gelabert. Achso, was haben wir hier? Können wir hier nochmal ganz kurz gucken. Und dann gucke ich auch wieder auf den Chat, Freunde. Wie hat die Anmod immer? Sorry. Wir haben 20, 40, auch wenn es da jetzt nicht komplett aussieht, die sind komplett, 60, 65, 70, 75 Comics. Das ist meine aktuelle X01. Statuen haben wir 7 und 6. Genau, das wären dann 14, also 13. So viele Statuen haben wir im Moment. Ja, und hier hinten sind natürlich meine restlichen Power-Rüstung. Die hier sind noch nicht zusammengebaut, die sind hier alle komplett. Stormtrooper-Outfit muss auch mal sein. So, das Einzige, weil ich jetzt nochmal gucke, wie viele Fusionskerne sind denn hier drin? Ach, das sind die 3, perfekt. Gut, das hatte ich aussortiert, alles super. Dann können wir losreiten. Ich gucke auf den Chat und dann geht los. So, mal eben nachlesen. Level hatte ich gerade gesagt, 57 auf den Weg zu 58, wobei gerade 57 geworden. Ja gut, die Lampen habe ich hier halt einfach mal so gemacht, damit so ein bisschen im Dunkeln halt hier stylisch aussieht. Die gehen komplett bis nach vorne. Weil da vorne ist halt unser Eingang, der bewacht wird. Kann man irgendwo gucken, wie lange man Sub ist? Nee, leider nein, K-Play. Das gibt's leider nicht, nur wenn du halt... Du musst mir helfen. Die haben meinen Freund entführt. Schon wieder! Alles in Ordnung. Sag mir einfach, jedes was Mal. Passiert ist. Sie meinten, sie würden in ein paar Tagen wiederkommen, um das Lösegeld abzuholen. Wenn ich dich bezahle, werden sie töten. Aber ich habe so viel Geld nicht. Keine Sorge. Ich hol sie zurück.
Wir haben die Minutemen um Hilfe gebeten, aber ich hatte nicht wirklich damit gerechnet, dass jemand schon kommt. Wieder. Bring sie einfach wohlbehalten zurück, okay? Also komm, Freunde. Ich meine, das ist jetzt das dritte oder vierte Mal, dass es genau auch im staatlichen Vorratslager ist. Das ist halt, naja. Da hätten sie sich auch mal echt ein bisschen andere Orte ausdenken können, weil das ist ja wirklich bumsrepetitiv. So, haben wir hier eigentlich noch einen Fusionskern? Wie viel hat denn der? Wo sehe ich denn das? Ladung 97, ja, das sollte reichen. Dann holen wir die mal eben aus dem staatlichen Vorratslager raus und reiten dann los. Wie lange streame ich? Immer bis um 3, wenn ich sogar länger Chester Cablepot, außer ich mir wird wieder übel oder so. Aber wenn nichts Außergewöhnliches passiert, immer bis um 3 und eventuell ein bisschen länger. Na komm, Hund, geh weg. Wir gehen ins staatliche Vorratslager. So, staatliche Vorratslager, das war... Wo waren das? Das war... Da. Das ist jetzt wirklich das dritte oder vierte Mal, dass wir den Stream damit beginnen. Das ist das Manometer. Was? Wir dürfen leider nicht helfen, sonst wäre es ein Spoiler. Also ihr könnt euch... Also wenn jemand einen Zuschauer fragt, Flomix, ihr könnt ja im Whisper reden. Also Shift 7, also für so ein Slash und dann W und der Nickname, der gefragt hat... Und dann einfach dem die Antwort wispern, wenn der halt gefragt hat, wie was funktioniert. Nur wenn es geht, halt nicht hier in den Chat schreiben. Klar, das wäre dann für mich halt ein Spoiler, wenn ich die Antwort selbst nicht weiß. Aber ihr könnt ja untereinander halt flüstern, das ist ja gar kein Problem. Ja, wir müssen natürlich erstmal ganz kurz hier die Geisel wieder vergeiseln. When the man comes around. Sehr gut. Warum auch nicht? Ist noch einer da. Stirb. Für die Patronen. Wo? Kopf habe ich keine Trefferchance, nicht die geringste. Jetzt aber. Dann bist du weg. Zerwobbelsch, hatten wir nicht schon? Sei gegrüßt. Und täglich grüßt das Murmeltier. Ja, leider. Wie gesagt, warum das wirklich immer mit dieser Queste anfängt. Ich weiß es nicht. Und vor allem ist es wirklich immer dieselbe. Das ist halt ein bisschen repetitiv. Aber naja, okay. So können wir wenigstens mal unsere Fusionskerne alle ein bisschen näher holen. Komm ich nicht hin. Oh, erschießen wir wieder die Lampe wie beim... Aua! Wo ist denn hier noch so ein Mops? Na egal, komm, wir gehen hier einfach rein. Nehmen wir einfach mit. Und dann gehen wir rein. Necrotox. Ja, freut mich, dass du den Weg hier hingefunden hast. Ich vermute mal, du wirst jetzt wahrscheinlich auch Ferien oder Urlaub haben, dass du mal vorbeischauen kannst. Ja, ich streame halt immer abends. Freut mich, dass du den Weg, wie gesagt, gefunden hast, weil auf YouTube mache ich halt tatsächlich nur noch die Re-Uploads. Weil mittlerweile halt das Livestream so viel Spaß macht und ich hoffe, du kannst halt eben dich dafür auch begeistern. Wenn es die Zeit halt zulässt bei dir, würde mich freuen, wenn du halt häufiger vorbeischaust, weil es halt eben deutlich interaktiver ist. Also zumindest meistens, wenn ich nicht gerade in so einen Redemodus verfalle und Monologe halte. Dann gucke ich halt ab und zu auch mal auf den Chat. Eieiei. Du hast eben bist gerade eben selber gezockt, okay. Ich dachte, ich hätte dich am Anfang gesehen, Sir Bobbelsch. Du wirst mir jetzt helfen, oder? Ja, aber erstmal nehme ich hier den Loot. So, jetzt helfe ich dir. Keine Sorge. Ich bin hier, um dich zu retten. Oh mein Gott. Danke. Verschwinden wir. Wo? Achso, der Hund hat den. Ja, nehmen wir mit. Schadet ja auch nicht. Wo waren hier noch irgendwelche Mopeds? Das hatte ich gelootet. Brauche ich nicht. Du hast? Was? Du hast? Ich habe? Ich hasse oder ich habe? Bacon Battle.
Ich sagte nicht, ich hasse YouTube. Tue ich YouTube einen Kanal. Hassen tue ich es nicht. Ich mag es nur nicht mehr dafür, was zu machen, weil es halt so zeitaufwendig ist und im Endeffekt die Reaktion darauf erst immer Tage oder Wochen später halt kommt, was halt ein bisschen schade ist. Um es mal halt so zu sagen, wenn hier was Geiles passiert, seht ihr sofort die Reaktion. Okay, vielleicht plus minus 20 Sekunden Delay, aber quasi sofort. Und auf YouTube, wenn ich heute einen geilen Moment habe, bis ich den mit euch teilen kann, habe ich diese Emotion gar nicht mehr, weil das Ding kommt dann im frühesten Fall ein, zwei Tage später, im schlechtesten Fall Monate. Und das ist halt eben schade. Und das Kommentarsystem aus YouTube ist halt, weiß ich nicht, es ist halt nicht dafür gedacht, um wirklich geile Diskussionen zu führen. Und wie gesagt, da ist halt so ein Chat, finde ich deutlich, deutlich geiler, weil man halt eben was fragen kann. In der Regel kriegst du dann auch eine Antwort und alles ist schick. Wo hast du denn die Waffe her? Das ist ein ganz normales Sturmgewehr, das ist absolut nichts Besonderes, Sir Bobbish. Das ist halt nur relativ weit aufgewertet. Leider noch kein Legendary oder wie immer man diese Sternchenwaffen nennt. Ich nenne die von WoW immer Legendary. Ist halt eine ganz normale Sturmgewehr. Leider, ich hätte gern eins. Und haben tue ich YouTube. Wie gesagt, gib einfach mal Social ein, beziehungsweise scroll mal runter, Banken Battle. Da ist so ein Knopf, Slash Talk Live, so ein dicker schwarzer Knopf. Wenn du da drauf drückst, kommst du zum YouTube-Kanal. Aber wie gesagt, da gibt es halt nur noch die Re-Uploads im Moment. Und wahrscheinlich auch in Zukunft. Eskiel, sei gegrüßt. Ja, wie gesagt, ich habe gerade die Geschichte auch erzählt. Ich war vorhin einkaufen. Ein Einkauf, der normalerweise so 45 Minuten dauert, hat heute mal gefühlt 2,5 Stunden gedauert. Es ist da draußen echt Krieg. Es ist unglaublich. Ich will mal eben die Quest abgeben. So, wo? Hier? Da. Ja komm, erstmal ziehen wir hier das Moped aus. Können wir ganz fix noch reparieren. Ich wünschte, ich wüsste, was das Institut hier oben wirklich wollte. So, aussteigen. Genau, Necrotox. Ganz genau. Wobei jetzt ja mit YouTube Gaming ein bisschen was dazukommt an Livestream. Das Problem ist halt einfach nur, als Deutscher kannst du es halt nicht so ohne weiteres machen, wegen der GEMA und den Rundfunkstaatsvertrag. Das ist halt alles relativ kompliziert, damit du überhaupt als Deutscher auf YouTube streamen darfst und es Leute gucken können aus Deutschland. Da musst du halt irgendwie denen dein Erstgeborenes versprechen und weiß ich nicht, irgendwie eine Jungfrau bei Vollmond opfern. Ich habe keine Ahnung, was du da machen musst. Auf jeden Fall so einfach kommst du da halt nicht dran. Und das ist halt bei Twitch deutlich unkomplizierter und irgendwie streamt halt immer irgendjemand, wo du halt mal reinschauen kannst. Ich habe halt seit über ein Jahr kaum Fernsehen geguckt. Vorher hatte ich halt YouTube geguckt und seit einem Jahr halt vermehrt halt Twitch. So, dann ist das Moped auch fertig. Nein, ich will nicht mit dir reden. Du gibst mir wieder irgendwelche komischen Aufträge. Ja, wir reden gleich. Okay, Preston, kriegen wir hin. So, lass uns mal... Ich weiß nicht, wie ich dir für diese Rettungsaktion danken soll. Denkt immer daran, das alles ist nur wegen der Minutemen möglich. Das wissen wir. Deshalb unterstützen wir die Minutemen auch. Du kannst dich darauf verlassen, dass wir dir in Zukunft helfen werden. Ich wollte mich nochmal dafür bedanken, 57, dass du mich gerettet hast. Gesagt, Pudding? Das werde ich nie vergessen. Glaub 57. Ja, 57. So viel von... Also der Balken ist so viel von 57 auf dem Weg zu achten. Also... Da, so, da, 57. Wir hatten ein Level-Up noch am Ende des letzten Streams, deswegen sind wir gerade quasi frisch 57. Also wir haben im letzten Stream noch gelevelt, am Ende. Ich habe den entführten Siedler gerettet. Wir haben jetzt eine weitere Siedlung auf unserer Seite. Gut, ein weiterer Erfolg für die Minutemen. Wenn du so weitermachst, haben wir bald das ganze Commonwealth hinter uns. Wenn du Zeit hast, ich hätte da noch was, um das zu tun. Bitte nicht irgendwas, was ich sofort machen muss. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die von Raidern bedroht wird. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Geh dorthin und finde raus, was sie wollen. Wir könnten mehr Siedlungen brauchen, die uns unterstützen. Ten Pines Bluff. Ja, da waren wir ja schon. So, wolltest du nicht eh noch mit mir reden? Dann machen wir das mal eben. Eine weitere Siedlung hat uns um Hilfe gebeten.
Ich markiere es dir auf deiner Karte. Wir können jede Unterstützung brauchen, also sieh mal, was du tun kannst. Ist jetzt ein besserer Zeitpunkt zum Reden? Der ist nur redebedürftig, der Typ. Ja, hab ich. Und ich weiß zu schätzen, dass du mir gegenüber so offen warst. Oh, gut. Dann war ich wohl weniger konfus, als ich dachte. Es ist nur, ich war bereit, alles aufzugeben. Mir war es egal, ob ich lebe oder sterbe. Mich hat das alles nicht mehr interessiert. Nur dir und deinem Wesen ist es zu verdanken, dass ich es doch noch geschafft habe. Ich wollte, dass du das weißt. Unsere Freundschaft bedeutet mir ebenfalls viel, Preston. Ich hoffe, du weißt das. Das tue ich. All das hätte ich nicht einfach zu jedem gesagt, musst du wissen. Dann sollten wir uns wohl besser wieder an die Arbeit... Und das verstehe ich auch nicht. Dieses Gespräch, wer jetzt denkt, boah, das lässt es aber super emotionslos bei so einem tollen Gespräch, das hatten wir bestimmt jetzt schon 4 oder 5 Mal. Also ich weiß nicht, warum er immer wieder sagen will, wie toll er uns findet. Ich glaube, einmal hätte echt gereicht. Weil irgendwie, keine Ahnung, fast jeden zweiten Stream kommt er an und sagt genau das. Das ist halt irgendwie, das haben sie dumm gemacht, dass du halt diese Gespräche halt mehrfach hast. Ich verstehe nicht so ganz warum, aber egal. Die Armor. Ich hebe jetzt die Hand. Wer ja nicht hören möchte, wo es die Shark Armor gibt, der hört dann bitte weg, bis ich die Hand senke. Die gibt es tatsächlich, das ist ein Comic. Und zwar findest du diesen Hot Rodder Comic in der Atom Cats Garage. Da liegt das Comic rum. So. Endlich kann ich wieder klar denken. Kann ich was für dich tun? Du musst es nur sagen. Das ist nämlich so ein Heftchen. Und dann kriegst du die Legierung. So, und wir wollten hier unten mal hingucken. Ich schalte nur mal eben nochmal die Daten hier aktiv. Das können wir irgendwann machen, aber jetzt nicht, weil das hatten wir schon 500 Mal gemacht. Wir gehen jetzt tatsächlich erstmal hier hingucken. Und da gehen wir dann runter. Das sieht gut aus. Schwupp und schwupp. Und dann gehen wir mal so querfeldein da runter. Super, Ninja. Guten Abend aus Franken. Dann Gruß zurück nach Franken. Da war ich. 2 Jahre mal heimisch. Oh Mann. Und ich hatte halt noch, als ich in Franken war, wirklich Winter. Und ich kann sagen, dass bei minus 18 oder 20 Grad die Festplatte im Auto einfriert. Bei minus 14 ist sie noch nicht eingefroren, aber bei minus 18. Und da habe ich noch geraucht und ich hatte eine Nichtraucherwohnung in Franken und stand dann bei minus 14 Grad am Fenster und hab geraucht, ey, mir ist alles abgefroren. Das wäre eigentlich der perfekte Zeitpunkt gewesen, um damals mit dem Rauchen aufzuhören. Aber naja, egal. Ah. Und dann gucken wir mal hier runter. Was haben wir denn an Muni? Wir haben Recursive, wir haben... Oh, gehen wir mit Recursive. Jetzt. Dann haben wir hier unten nämlich noch das Polizeirevier. Die Schule warten wir, glaube ich, gar nicht drin. Die haben wir nämlich letztes Mal gar nicht mehr betreten. Das können wir nämlich heute als erstes machen, die Schule. Und dann gucken wir mal, was wir da finden. In der Schule und in der näheren Umgebung. Oh Mann. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Spiel halt weitergeht. Also für alle die, die jetzt zum ersten Mal einschalten, ich würde gerne versuchen, irgendwann Platin zu machen. Ich weiß, dass ich dafür halt Safe-Staten muss, also Spielstände spielen und zurückladen, weil es mehrere Fraktionen gibt, die sich gegeneinander ausschließen. Deswegen ist mein Vorgehen so, ich möchte am Anfang so viel wie möglich erkunden, nach Möglichkeit alle Comics und Puppen finden, dann einmal speichern und dann halt die Fraktionen halt durchballern. Sarah. Danke für den Host und natürlich auch willkommen an deine Zuschauer, die ja auch, glaube ich, Fallout bei dir gesehen haben. Ich habe mal ganz kurz bei dir reingeschaut. Du warst ja auch in Fallout unterwegs. Dankeschön, meine Liebe. Ja, und deswegen, wie gesagt, gibt es halt erstmal Nebenzeug und keine Hauptstory. Das heißt, wir haben so gut wie noch keine Hauptstory gemacht. Die Hauptstory werden wir dann irgendwann komplett, nachdem wir dann alles andere gemacht haben, durchballern. Dementsprechend braucht ihr im Moment keine Angst haben, dass es hier großartig Story-Spoiler gibt, wenn nur Nebenquests. Story gibt es, wie gesagt, erstmal die nächsten Streams nicht. Nur wenn es dann Story gibt, dann gibt es halt nur noch Story. Das ist so schon mal gesagt. Das nehme ich mit. Sarah sei gegrüßt. Oh Mann. Sarah ist ja auch rumgewubbelt. Wie weit bist du denn gekommen?
kam es dann schon ein bisschen vertrauter damit zurecht, weil Sarah hat jetzt den zweiten Stream erst Fallout gespielt und tatsächlich braucht man ja immer so ein paar Streams, bis man halt mit so einem Spiel halt warm wird. Das war bei mir ja nicht anders. Das war ja auch mein allererstes Fallout. Ich habe ja vorher noch nie ein Fallout gespielt, noch nie ein Bethesda-Game. Und jetzt habe ich mir die Fallout Anthology direkt gekauft und Skyrim, was wir eventuell irgendwann dann auch noch streamen werden alles. Kommt Zeit, kommt ein neues Bethesda-Spiel. Oh, da ist die Schule. Gucken wir da erstmal noch rein. Und da haben wir auf jeden Fall Kleber und Öl und Abraxo und Superkleber und Kaffeekanne, Kochplatte, nehme ich mal mit. Nuka-Cola brauche ich nicht, davon habe ich genug. Patronen nehme ich auch mit. Hund macht die Türen auf. Ja, war ja bei mir auch so, Sarah. Ich kam ja auch einigermaßen gut zurecht. Also ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie gesagt habe, ich komme überhaupt nicht klar. Das hatte ich tatsächlich mit Dragon's Dogma. Da bin ich bis heute nicht mit klar gekommen. Ich weiß nicht, was dieses Spiel gegen mich hatte. Oder was... Wer? Das Ding explodiert. Ich hänge fest. Hallöchen, Wachroboter. Ich hänge immer noch fest. Wo ist mein Loot? Wo ist mein Loot? Wo ist mein Loot? Ach, da unten. Ja gut, nehme ich mit. Kommt einfach mal so ein Wachroboter hier angerumpelt. Na gut. Ich habe jetzt schon das Gefühl, dass Les Skyrim lieben wird. Ja, wobei, Sir Bobbage, ich kann halt immer nur noch mal sagen, nicht vergessen, ich bin eher der Sci-Fi-Postapokalypto-Mensch und tatsächlich die Welt von Souls oder von Skyrim mit Monstern und Drachen töten ist eigentlich nicht so meins. Ich bin auch nicht so unbedingt der Herr der Ringe oder Hobbit-Fan, wo es halt eben um sowas halt geht. Ich bin wirklich tatsächlich eher so der Fallout-Mensch oder meinetwegen Star Trek. Ein bisschen Star Wars. Ja. Wie gesagt, mal schauen. Wie gesagt, es muss halt eben eine interessante Welt halt sein zum Erkunden. Es muss sich halt lohnen zu looten und leveln. Und das hatte ich ja schon mal gesagt. Ich finde halt sehr geil, was Bethesda hier halt gemacht hat mit den Comics und den Puppen. Dass es halt nicht einfach Collectibles sind wie in Assassin's Creed, wo du halt einfach Federn oder Seiten oder was weiß ich sammelst, was im Endeffekt gar nichts bringt, außer vielleicht eine kleine Videosequenz zum Schluss. Sondern hier bringt es deinem Charakter was. Alles, was du findest, jedes Comic, jede Puppe, bringt deinem Charakter diverse Boni. Und das finde ich halt sehr geil. Das motiviert halt, diese Sachen zu suchen. Während es in Assassin's Creed total unwichtig geworden ist. Da habe ich tatsächlich nur noch nachher die Shanties in Black Flag gesucht, weil dann deine Crew andere Lieder gesungen hat. Das fand ich geil. Aber der Rest war mir halt total bums uninteressant. Grimm! Dantes Inferno, Grimm. Sei gegrüßt. Danke für den Host. Ich habe gesehen, du hattest Dantes Inferno gespielt. Da habe ich mir immer einen zweiten Teil von gewünscht. Ich fand das Spiel nämlich ziemlich gut. Aber Visceral, oder wie immer man das ausspricht, wurde ja dann von EA gekauft und musste nur noch Dead Space machen. Und da war Dante, glaube ich, ein kommerzieller Misserfolg, deswegen gab es keinen zweiten Teil, obwohl der erste halt ja eigentlich nicht abgeschlossen ist von Dantes Inferno, leider. So. East. Ja, gucken wir doch mal hier rein, ne? War ja noch nicht drin. Dantes Inferno fand ich auch besser als God of War. Ja, wobei God of War 1, 2 und Ghost of Sparta und Chains of Olympus waren super. Ich mochte God of War 3 und Ascension nicht, die waren nicht furchtbar. Da war Dantes Inferno deutlich geiler, auf jeden Fall. Wie gesagt, von daher habe ich leider nicht verstanden, warum die da nicht nochmal was gemacht haben. Aber wie gesagt, die wurden ja dann halt tatsächlich von EA gekauft und EA will halt Profit und die konnten wohl mehr Profit mit Dead Space machen. Leider.
Ist nichts mehr. Alter Schwede. Ich bin schon. Kazan Jin. Den ich auch immer falsch ausgesprochen habe. Wer? Alter, 5 Monate. Dankeschön für den Support, Kazan. Und ich wünsche dir weiterhin viel Spaß hier in der vorweihnachtlichen Fallout-Zeit mit den Emotes im Club. Dankeschön. Hey, halt mal kurz die Klappe. Ich hab was gehört. Los, in Position. Oh Mann, hoffentlich sind's nicht wieder wilde Ghule. Scheiße, was war das? Also ich glaube nicht, dass es die Schüler sind. Das klingt irgendwie nach radioaktiv. Kommt eigentlich noch ein neuer Dead Space-Teil? Ich glaube nicht. Nachdem der dritte ja so schlecht war, wollten sie wohl keinen mehr machen. Der dritte war ja... Ich sag mal meine Meinung, bitte nicht... Wenn ihr den toll findet, findet ihr ihn toll. Ich fand den dritten Dead Space, ich fand ihn furchtbar. Ich habe den allerdings auch, nicht Koop gespielt. Sondern Singleplayer. Also wenn man ihn vielleicht Koop spielt, mag der Teil funktionieren. Ich habe ihn halt, wie gesagt, Singleplayer gespielt. Und das war nicht ganz so geil. Eher ungeil. Sorry. Und die ersten beiden waren gut. Der dritte war... Das war für mich schon so ein Lost Planet, wenn du so willst. Das war ja schon wirklich mehr ein Shooter als dann tatsächlich ein Survival... Horror, was ja im Teil 1 und 2 definitiv noch waren, vor allem wenn er auf höheren Schwierigkeitsstufen gespielt hat, waren die ja richtig bockschwer. Das hattest du halt im dritten Teil halt gar nicht. Das war ja wirklich schon fast ein Rail-Shooter, wie Resident Evil 5 und 6 einer waren. Das hatte ja auch nichts mehr mit Survival-Horror zu tun. Das war einfach nur finde Muni und Holz rum. Koop war auch nicht besser, okay. So, wir haben da einen Weg nach oben. Da ist zugekettet. Ja gut, wir gucken jetzt einfach mal oben rum, wenn wir eh schon mal hier sind. Da kommen wir raus, ne? Da ist einfach der andere Ausgang. Wie resubbt man? Wenn du mit PayPal bezahlst, K-Play, machst du das in der Regel automatisch, bis du kündigst. Bei PaySafeCard musst du halt nach Ende der Laufzeit den neuen Code eingeben und dann kommt halt oben so ein Knopf, dass du halt anzeigen möchtest, dass du verlängert hast. Und dann kommt halt dieses Halleluja. Blutvertrag. Stand da wirklich Blutvertrag? Habe ich das richtig gelesen? Daten. Blutvertrag. Mit meinem Blut gelobe ich, mein Leben dem Richter und seinen Geschworenen anzuvertrauen, bis zum Ende, auch unter Qualen der Folter und des Todes. Naja, dann. Dexter, sei gegrüßt. Resi 0 kommt am 19.01. raus. Werde ich auch spielen. Ich weiß nicht, ob zum Release, ob wir das hinkriegen, aber spielen möchte ich's. Ich habe mir ja auch schon Resident Evil, das erste PS4 Remake geholt. Und das Nuller werde ich mir auch besorgen. Und da müssen wir mal gucken, in welcher Reihenfolge wir das spielen. Da muss ich einfach mal mit Spike sprechen, ob es halt tatsächlich sinnvoll ist, mit Zero anzufangen oder mit dem ersten und dann Zero zu spielen. Wie gesagt, dann möchte ich die halt so nacheinander halt irgendwann mal spielen. Ist halt ein Spiel so für zwischendurch, wenn nichts Großes da ist. Aber spielen möchte ich's. Weil ich bin halt großer Resident Evil Fan der alten Teile. Ich habe mir damals dafür meine einzige Nintendo-Konsole geholt und zwar den GameCube. Weil damals war ja Resident Evil Zero tatsächlich Nintendo-exclusive. Deswegen habe ich mir den GameCube geholt. Mann! Aiming aus der Hölle. So, geh weg. Mal ein paar Kritz wieder aufsammeln. Einsammeln. Hochstacken, meine ich. Boah, ich blute hier 500.000... oben. Ja, lass mich erstmal den Raum hier kurz gucken. Ich nehme auch mal hier so ein geröstetes Meyerlurk-Fleischding. Ein bisschen HP verloren, da haben wir eine Säge, da haben wir nichts Interessantes. Okay.
Müssen wir mal hier gucken, dass wir alles sehen in dieser Schule. Jeder hat hier so einen Blutsvertrag bei. Was ist denn das? Wir haben da nachher 500 Stück von. Ich hoffe, die wiegen nichts. Dann mit Zero anfangen. Dann fange ich mit Zero an. Und dann spielen wir danach den ersten. Wie gesagt, bin ich ganz so der große Fan wie Spike. Weil ich mich halt mittlerweile auch sehr von dieser Resident Evil Reihe distanziert habe. Ich habe sie halt früher wirklich geliebt. Weil, ganz ehrlich, mit 5, also 4 fand ich schon nicht so geil, aber 5 und 6 war halt für die ursprünglichen Fans halt ein absoluter Schlag ins Gesicht, Mann. Also, wo man halt die Unterschiede zum Beispiel in einem Spiel sieht. Ich weiß nicht, ob ihr Evil Within gespielt habt. Die ersten 7 Kapitel war tatsächlich so wie was willst du denn hier? Wie Resident Evil früher war. Da fand ich auch Evil Within richtig gut. Und nach Kapitel 7 wurde dann, wie Resident Evil der Neuzeit war, einfach nur noch rumshooten. Oh, das ist so furchtbar. Da hat, ich glaube Bethesda war es, ne? Relativ viel Potenzial mit Evil Within verschenkt, leider. Naja. Kennst du das Point-and-Click-Adventure Yesterday? Sagt mir ad hoc nix, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, nicht wirklich. Ja, richtig, Dexter. Wie du siehst, bin ich immer noch nicht in Vault 81. Eigentlich kein Kappa, weil das ist, stimmt ja auch. Ich bin ja auch nicht in Vault 81. Weil mit dem Kappa würde es ja bedeuten, dass ich in Vault 81 bin. Ich glaube, das Kappa ist falsch. Oh Gott, ey. Hier muss ich mich, glaube ich, mal ein bisschen auf den Weg konzentrieren. Nee, da kam ich her. Hier noch eine, es ist noch eine Ebene drüber. Okay, verstehe ich. Da müssen wir auch noch mal gucken, wie wir da hinkommen. Ich fang gerade erst an. Eine, was? Große Sonderpostenkette hat Cola im Angebot. Zu 40 Cent die Flasche, wenn du 3 Sixer nimmst. Auch Zero? Und wenn ja, wo? Natürlich, also wenn ich sparen kann, nehme ich auch gerne 3 Sixpack Zero. Das ist völlig egal. Ich trinke es ja eh. Und schlecht wird es nicht. Also in der Zeit, die ich es austrinke, wird sowieso nicht schlecht. Das hält bei mir... Ah, hier kommen wir eventuell rüber. Warum hast du so viel Moon? Ich habe im Schnorrer geskillt, Loki. Im Glücksbaum. Da ich den Glücksbaum eh habe, habe ich 3 Punkte im Schnorrer und finde dementsprechend mehr Munition in Behältern. Und spiele halt grundsätzlich, gerade mal nicht, aber sonst sehr viel mit Watts. Das heißt, ich treffe halt quasi immer, die Gegner sterben nach 2-3 Schuss. Ich verschwende halt nicht durch vieles daneben schießen Munition. Und so kommt halt eins zum anderen. Wie gesagt, auf der Waffe habe ich jetzt, glaube ich, die meiste Munition. Ja, und da Mods, 95% Trefferchance, 2 Schüsse. Gegner kaputt. So kommt dann halt die Munition zustande. Wie komme ich denn da runter? Komme ich da überhaupt runter? Will ich da überhaupt runter? Gibt es da noch eine Tür? Sieht aus wie, da ist eine, ne. Aber man muss doch da irgendwie rauskommen. Ich meine so grundsätzlich. Habe ich Just Cause schon gezockt, Lil Monks? Nee, habe ich nicht. Ich habe es halt nur bei manchen Streamern halt gesehen. Irgendwann, wenn es Nice Price ist, werde ich es mir vielleicht holen. Bis dahin haben wir eh noch so viel anderes zu spielen. Ich weiß nicht, wann ich das noch spielen soll. Das wird erstmal, wenn ich es mir jetzt gekauft hätte, nur rumliegen. Und dann muss ich auch nicht den vollen Preis bezahlen, weil in 2, 3, 4 Monaten mittlerweile, was eine positive Entwicklung ist, wie ich finde, wenn man halt nicht direkt zum Release kauft, sondern ein bisschen wartet, so 2, 3 Monate, kriegst du die Spiele schon locker 20 Euro günstiger. Also ich rede jetzt von Konsolenpreisen. Statt 69 zahlst du dann halt nur noch 49. Finde ich halt eine ziemlich gute Entwicklung, dass du halt, wenn du nicht sofort spielen willst und ein bisschen wartest, halt deutlich halt sparen kannst.
In der Vergangenheit hast du ja sonst immer relativ viel für die Konsolenspiele bezahlt. Das ist zum Glück halt nicht mehr der Fall. Das freut mich. Ja, Necrotox, klar. Also, wenn, möchte ich auch alles sehen, weil ich gehe davon aus, Faustregel hier in diesen Gebieten ist, fast in jedem Gebiet haben wir bis jetzt immer einen Comic gefunden. Und wenn ich halt keinen Comic finde, habe ich das Gefühl, ich habe es übersehen und muss nochmal gucken. Ah, ich weiß, wo wir sind. Genau hier sind wir. Das war die zugekettete Tür. Das war quasi ein Rundgang. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir noch auf die oberste Ebene? Das ist halt, beim ersten Mal spiele ich so Spiele immer, eigentlich fast jedes Spiel relativ gründlich. Guckt euch einfach mal den Vergleich zum Beispiel Bloodborne an, den ersten Durchgang, alles einmal angucken. Und wenn ich dann weiß, wo ungefähr was ist, beim zweiten Mal spiele ich dann auch deutlich schneller und lasse auch viel aus. Weil dann ist halt der Reiz weg, weil ich halt weiß, wo die Items sind, wo viele Sachen halt sind. Und das muss ich mit, ich würde jetzt beim zweiten Mal auch nicht so genau spielen. Nur die Sachen holen, die ich halt brauche, wo ich weiß, wo sie ungefähr sind. Und das war's. So, das war das. Hatten wir da oben was? Ne, da war nix. Das heißt, wir können da wieder hoch und raus. Verstecken. Und nochmal nach oben. Von mir. Kannst du vergessen. So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir nach oben? Zur Kenntnis genommen. Ja, der Name sagt mir nur gar nichts, ehrlich gesagt, Bo. Habe ich noch nie gehört. Was das für eine Ladenkette ist. Also, ich glaube, die gibt's hier gar nicht. Ist das so ein lokaler Laden bei euch? Bei dir? Kannst auch gerne mal im Chat den Laden schreiben. Aber mir sagt der Laden halt gar nichts. Noch nie was von gehört. Klingt für mich eher wie eine Modemarke oder so. Ich meine, viele Läden sind ja zum Teil halt regional. Was zum... Nein, es ist nichts. So, die sind über mir, aber wie komme ich denn da hin? Oh, jetzt geht's ab. Wo ist die kleine Schlampe hin? Ja, da. Ist super, dass du über mir bist. Finde ich gut. Aber wie komme ich zu dir hin? Hallo, ich will... Ah, hier. Ach, hier. Ach so. Speichern. Ab morgen ist ein Steam Xmas Sale. In Steam auch? Okay, weil ich habe gesagt am Anfang des Stream Lucky, morgen ist auf der Xbox, also Microsoft Store Xbox Sale. Muss ich skillen, um Mods und Waffenausrüstung auszubauen? Nee, Chunk, musst du nicht. Wenn du halt die Mods findest, kannst du die ausbauen, die Standard-Mods, und die dann in andere Waffen einbauen oder Rüstung. Du musst die halt dann nur finden und looten. Das habe ich auch am Anfang gemacht, bis ich jetzt halt darin geskillt habe, weil mittlerweile habe ich darin geskillt. Aber du kannst es auch einfach suchen und mit Glück finden und dann umbauen. Das funktioniert. Mache ich irgendwann einen zweiten? Nee, Sir Bobbles, einen zweiten Run werde ich nicht spielen. Das habe ich ja gerade schon durch die Blume mehr oder minder gesagt. Also ich spiele einmal so ein Spiel richtig gründlich, weil es mich dann auch fasziniert, alles zu erkunden und zu entdecken. Einzige Ausnahmespiele, die ich wirklich mehr als einmal spiele, sind Souls-Spiele. Alles andere spiele ich einmal und danke, das war's. Ja, ich habe kein Problem, in so einem Spiel 100, 200 oder vielleicht auch 300 Stunden zu verbringen. Wenn es so lange dauert beim ersten Durchgang und Spaß macht, gerne, aber keinen zweiten. Weil ich würde den zweiten auch nie so gründlich spielen, habe ich ja gerade gesagt, da würde ich durchrushen. Das wäre dann halt quasi ein Hauptstory-Only-Run, gucken, dass ich auf die Level komme, die ich brauche, um es zu schaffen. Weiß ich nicht, nee. Ist nicht meins. Ja, ich habe den Season Pass bestellt, das heißt, wir werden irgendwann auch noch die DLCs halt spielen, klar, keine Frage. Aber das Hauptspiel nochmal von vorne anfangen, nee. Ich wohne aber im Westen. Na gut, der Westen ist groß, Bo. Also ich wohne in NRW, Gelsenkirchen, Ruhrpott. Und wie gesagt, den Namen habe ich halt noch nie gehört, ehrlich gesagt. Müsste ich meine Frau fragen, die ist ein bisschen versierter, was das vielleicht angeht. Aber warum kann ich hier was aufsperren? Was ist da drin? Was soll das bringen? Ist im Westen auch recht verbreitet. Also Kasa, du kennst es? Echt?
Okay. Hab ich noch nie gehört. Also zum Beispiel einer meiner Lieblingsläden für Technik. Der Laden heißt Radiomarkt Gelsenkirchen. Den gibt es nur hier in Gelsenkirchen. Der hat aber super geile Angebote. Zumal arbeitet da auch noch ein Schulkollege, wo ich dann noch mal ein paar Prozente kriege. Aber das ist halt ein Laden, einmal in Deutschland, Radiomarkt Gelsenkirchen. Der ist halt im Roller. Da haben die halt eine Etage von Roller angemietet. Und das ist halt ein super cooler Laden. Aber wenn ich da halt irgendwas finde, brauche ich das nicht als Angebote zu posten. Weil das gibt es halt nur hier. Gehst du nie auf Schnäppchenjagd? Doch, eigentlich permanent. Ich kaufe alles im Schnäppchen. Gibt halt ganz, ganz wenig, was ich zum Normalpreis kaufe. Aber wie gesagt, da ich den Laden halt nicht kenne, wüsste ich ja noch nicht mal, wo ich hinfahren müsste. Selbst wenn ich jetzt wüsste, dass es da günstig ist. Kein Comic hier drin? Da kam ich her, ne? Ja, da kam ich her. Kam ich hoch. Das heißt, wir müssen uns mal links halten. Nein, Dortmund und Castrop-Rauxel ist einer. Ja, wobei Dortmund ist schon von mir gut 50 Kilometer weg. Und wenn ich da mit dem Gelsenkirchener Kennzeichen und Schalke-Aufkleber hinfahre, die lassen mich doch nie nach Dortmund rein. Verstehst du? Da habe ich so ein kleines Problem mit Dortmund. Also nicht ich, aber die Dortmunder vielleicht mit mir. Und Castrop-Rauxel ist auch nicht, glaube ich, viel näher. Und dann müsstest du halt schon wieder gegenrechnen, lohnt sich das Angebot für den Sprit, den ich bis dahin durchblase? Also 100 Kilometer für ein paar Cent bei einer Cola sparen, das lohnt dann schon nicht mehr so wirklich. Hast Angst, du kleine Schlampe, was? Eigentlich nicht. Ich suche nur einen Comic. Das wird nicht lang dauern. Ja, oder lass es vielleicht 35 oder 38 sein. Ich habe jetzt den genauen Kilometerstand, kann ich dir nicht sagen. Also nach Duisburg sind es ungefähr 35, 36 Kilometer und Dortmund müsste dasselbe sein, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Das ist aber echt kein Comic. Oder mein Comic-Radar ist heute noch ein bisschen kaputt. Essen ist der nächste von Gelsenkirchen aus. Okay, Essen ist um die Ecke. Da fahre ich auch immer zum Mediamarkt. Nehmen wir auch noch mit. Habt ihr hier beim Kacken Comics gelesen? Nee. Kaugummi im Klo. Das endet auch nicht gut. Kochstation. Und nix. Da beim... Was? Linus? Er redet immer noch über Orte. Linus Center. Hab ich auch noch nie gehört. Linus Center. Commonwealth. Da komme ich oben raus. Da unten war ich. Ich vermute mal... Arschloch. Falle. Entschuldigung. Komm, ich nehme ein Stimpack. Ich darf nicht reden. Okay. Cool. Patrone, 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 Kronkorken, Runaway. Ich sag doch, es geht nichts über Comics. Das ist es halt. Im Endeffekt, so fast in jedem Ort ist ein Comic. Unglaublich, unglaublich überwältigende Geschichten. Ausgezeichnet. Du hast eine Ausgabe von unglaublich überwältigende Geschichten gefunden. Right Away heilt 5% mehr Strahlungsschaden. Rise of the Tomb Raider? Ohne Witz, das könnte wirklich eine Hommage an Rise of the Tomb Raider sein, wenn ich mir das Logo angucke mit der Figur. Das sieht sehr ähnlich aus.
Sag mal, das könnte doch eine Hommage sein, oder? Also, diese Ähnlichkeit... Also, ich weiß nicht, also irgendwie habe ich jetzt sofort tatsächlich an Lara Croft gedacht. Vor allem mit diesem Rise of the... Keine Ahnung, also irgendwie... hat mich das so ein bisschen daran erinnert. Okay, nehme ich mit. Ah, Comic-Hype. Speichern. So, jetzt haben wir eben nachlesen. Ihr redet immer noch über Cola und teuer und Autofahrten. Ja, Kreditkarten habe ich dabei, Bro. Wobei, dazu sei gesagt, ich gehe natürlich auch häufiger in die Metro halt einkaufen. Ich habe ja eine Metrokarte und wenn da halt Angebote bei Cash and Carry sind, also bei Metro, dann gehe ich auch in die Metro. Auch in Essen. So, dann haben wir alles, glaube ich, was ich haben will. Comic, Statuen. Jetzt werde ich groß, hier, ne, kleinen Finger, ganze Hand. Erst ein Comic und dann natürlich auch noch eine Wackelpuppe. Aber ich glaube, wir haben alles hier gesehen. Ah ja, komm, die Mutter, die nehmen wir auch nochmal mit. Dann haben wir alles. Was sagt der Ort? Gucken wir mal auf die Karte. Das ist nicht abgeschlossen, aber hier sind aber auch keine Mopeds mehr, ne? Ich liebe Metro, ja. Der Vorteil einer Metro ist, nicht alles ist günstig. Also das könnt ihr schon mal vergessen. Die Sachen, die halt im Angebot sind, ja, die sind günstig. Der Vorteil einfach an der Metro ist, du kriegst alles. Das ist der Vorteil. Du musst halt nicht in 5 Läden fahren. Du kriegst wirklich einfach alles. Von Spirituosen über normale Softgetränke, Energydrinks, Fleisch, frisch, abgepackt. Alles. Und das ist halt einfach der Vorteil. Klar, die Nicht-Angebote sind dann teilweise recht teuer, aber da du halt alles kriegst, statt irgendwo nochmal hinzufahren, nimmst du es einfach mit. Und das ist halt eben der Vorteil. Gerade wenn halt irgendwie mal hier wieder eine Party ist bei uns oder so und du halt eben mal für die Party einkaufen willst, dann fährst du halt in eine Metro und da kriegst du halt einfach alles. Und das ist halt eben der große Vorteil daran. Und natürlich auch Mengen, die halt den Normalkonsum von einem normalen Menschen übersteigen. Also Großpackungen oder tatsächlich Industriepackungsgröße. Das heißt, wenn ich in die Metro fahre, was ich halt in der Metro immer kaufe, ich kaufe mir gleich hunderte von diesen Mopeds hier. Einfach mal, um halt die Dampfmopeds abzuputzen. Ich habe da so einen hohen Verschleiß. Wie gesagt, gehst du halt in der Metro und kaufst dir einfach mal 10 Stangen abgepackt hier von den Mopeds für kleines Geld. Liandes, ich weiß nicht, ob man jeden Ort abschließen kann. Das Problem ist einfach auch dabei, er bleibt nicht abgeschlossen. Nach ein paar Leveln ist der Ort wieder unabgeschlossen. Wir haben zum Beispiel hier oben definitiv gehabt, abgeschlossen, war es, ist es nicht mehr. Da steht noch, dass es abgeschlossen ist, da ist nicht mehr abgeschlossen. Das heißt, nach einer gewissen Zeit wird der Ort einfach wieder neu besetzt mit Gegnern und Items. Das heißt, selbst da musst du im Hinterkopf behalten, dass es abgeschlossen war. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass jeder Ort tatsächlich tendenziell abgeschlossen sein kann. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Da. Ja. Im Moment kriege ich das Ding nicht abgeschlossen, aber ist egal. Wir haben einen Comic. Das war mir jetzt erstmal so prinzipiell das Wichtigste hier an dem Ort. Dann können wir nämlich erstmal hier rausgehen. Weil hören tue ich nichts mehr, sehen tue ich nichts mehr. Mad Party. Was? Mad Party? Ist halt eine Mad-Party. Wir reiben uns alle mit Mad ein und wälzen uns in Paniermehl und hauen uns dann auf den Grill. Nee, nicht gut. Ah. 100 Kilometer. Ja, nee. 100 Kilometer. Da kriegst du ja noch nicht mal ins Auto. Überschreitet die zulässige Achslast. So, wir gehen da mal hin. In dieses Polizeirevier. Das ist hier. Und dahinter ist auch noch ein Ort. Alter, hier ist ja wieder alles voll mit Orten.
Wo denn? Da. Ah, Police. Ah, da steht noch nichts mehr von. Aber ja, ich glaube, Metro wäre ein Ort, wo du auch 100 Kilometer kriegst. Zumindest, wenn du einen Tag vorher anrufst. Ich hätte gerne mal kleine 100 Kilometer. Und 1000 Brötchen. Polizeirevier, Ost-Boston. Ah, hier. Ah, ich höre Getrappel. Das klingt nach Meyerlurk. Das klingt verdächtig nach Meyerlurk. Wirst du die Vault heute noch machen? Was ihr immer mit dieser Vault habt, was ist denn da so besonders dran? Ist das so... Alle Leute spielen Fallout für die Story und für Loot und Comics und Puppen. Meine Zuschauer interessiert auch Vault 81. Das habe ich da nur angerichtet. Je nachdem, wie lange wir für die Ecke hier brauchen. Kann ich nicht sagen. Hier sind ja doch noch mehr Orte. Da ist noch ein Flugzeug. Da waren wir nicht. Da sind noch zwei Gebäude. Da ist noch ein Hafen. Wenn wir das alles durch haben, die Ecke, dann gehen wir zu Walt. Das ist... Ich will diese Ecke hier fertig haben. Ich hätte nicht gedacht, dass hier echt noch so viel ist. Wo bin ich denn jetzt hier? Hier bin ich. Da ist die Treppe. Da ist nichts. Dann gehen wir hier erstmal hoch. Und dann muss ja natürlich noch mein Trick funktionieren. Das ist ja auch noch gar nicht gesagt, dass der funktioniert. Oh, Eddie Winters Holoband. Wo denn? Hier im Schreibtisch. Eddie Winter Holoband Nummer 6. Ne, unter E ist das Moped, warte. Nachricht an Charlotte Wen. Meine liebe Mrs. Wen, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Nach unserer Zusammenarbeit im letzten Mai gehe ich aber davon aus, dass dem so ist. Wenn ich mich nicht irre, haben Sie mit dieser Palette Buff-Out ein kleines Vermögen verdient. Und Woli hat 8 Jahre im Staatsgefängnis bekommen. Und deshalb habe ich mir gedacht, wieso wiederholen wir das Ganze nicht noch einmal? Wir beide lieben die gleichen Dinge. Geld und die Vernichtung von Personen, die uns in die Quere kommen. Zusammen werden wir sie alle ausmanövrieren. Boston wird Ihnen offenstehen. Sollen Sie doch Dame spielen. Wir spielen Schach. Eddie Winter. Ende der Aufnahme. Also ich... Bitte nicht spoilern. Ich bin mal gespannt, was das mit dem auf sich hat. Wir haben halt super viele Holobänder. Anscheinend gibt's 9 und es fehlt halt noch die 4 und die 1. Keine Ahnung, ob das irgendwie eine Quest ist oder so. Mal schauen. Mal gucken, ob wir das bis zum Ende rausfinden. Wenn nicht, werde ich da auch fragen, weil das würde mich schon interessieren, was mit dem Typen auf sich hat, weil ich habe immer noch nicht gecheckt, wer das ist. Oder ich habe irgendwas verpasst oder so, wer das ist. Und ja, für die Metro brauchst du eine Karte, musst du beantragen, musst du halt selbstständig, freiberuflich, gewerbebetreibend sein. Und wie gesagt, ich komme halt eben als Freiberufler halt rein. Brauchst halt eine Karte. Aber das geht völlig problemlos. Du gehst halt eben, ich bin da halt mit dem Ausdruck von der Künstlersozialkasse halt hingegangen. Und hab den halt vorgelegt und hab halt binnen 10 Minuten die Karte gekriegt. Dann haben sie mich fotografiert, weil er ja im Lichtbild auf den Ausweis halt kommt. Ganz kurz einmal Too Long Didn't Read Edition, einfach nur, ob neue Orte aufgehen. Tun sie aber nicht. Wie hast du eigentlich mit Demon's Souls angefangen, Yuppie? Du meinst mit welcher Klasse? Tatsächlich habe ich die genommen, die meiner Meinung nach auch heute noch die einfachste ist, der Adlige. Der Adlige ist so ein rundum komplett freundliches Einsteigerpaket. Du hast eine gute Starterwaffe, du hast ein Schild, du hast einen Zauber mit dabei und einen Wutschel- und Wedelnstab, dass du zaubern kannst. Du hast einen Ring dabei, der Mana wiederherstellt. Das heißt, wenn du super vorsichtig, sparsam oder wie andere es nennen würden, lame spielen wollen würdest, kannst du draufschießen auf gewisse Gegner und einfach warten, bis die Mana wieder vollreckt. Klar, sich frische Gewürze reinzuziehen geht schneller, aber es würde alleine über den Ring halt funktionieren. Und ich habe mit dem Adligen angefangen und das würde ich auch jedem empfehlen, wenn das das erste Souls-Spiel wäre, da reinzukommen, weil da hast du die Möglichkeit, sowohl auf den Zauberer nachher zu spielen oder zu skillen oder halt auf den Nahkämpfer. Das bleibt halt komplett dir überlassen.
Und das war mein erster Charakter. Und bin ich auch froh, dass ich den tatsächlich genommen habe. Ich glaube, das steht ja auch in der Beschreibung, ist sehr einsteigerfreundlich. Und das kann man auch nicht leugnen. So, dann haben wir da noch das Flugzeug. War das nicht früher mal so? Das mag sein, Bo, aber die haben ja viele Sachen geändert. Früher durftest du ja auch nur eine Person mitnehmen und keine Kinder. Heute ist die Metro voll mit Kindern. Das heißt, wenn du in der Süßigkeitenabteilung bist, hast du nur Geschrei. Das gab's früher nicht. Früher musstest du ja auch für die Metro 18 sein. Da du jetzt halt Kinder mitnehmen kannst, ist das auch nicht mehr so. Also die haben halt eben einige Sachen geändert. Und wie gesagt, du kannst da halt alles kaufen. Ja, ich habe da halt ab und zu schon einfach auch Klamotten gekauft oder tatsächlich eine Tiefkühlpizza, kriegst du natürlich auch. Da fragt keiner nach. Oder nicht mehr, ob es früher so war, weiß ich nicht. Zumindest das mit den Kindern war halt, das weiß ich halt noch. Nein! Ach, egal. So, wir wollten zum Flugzeug, haben wir gesagt, ne? Was ist das denn? Achso, das ist ECD Downs, da waren wir. Ja, okay. Also da lang. Pata ist irgendwo? Ah, da! Pata, sei gegrüßt. Benny hatte ich, glaube ich, auch noch nicht, ne? Benny, sei gegrüßt. Sehe ich auch gerade, dass Benny auch noch einen guten Namen gesagt hat. Hund, keine Ahnung. Habe ich... Ich überlege gerade, ich glaube Hunde, nein. Habe ich noch keinen, glaube ich, gesehen bei uns in der Metro. Wäre auch ziemlich komisch in der Fleischabteilung. Wobei die Fleischabteilung ist im Sommer sehr zu empfehlen, weil die ist halt brutal runtergekühlt. Da, vor allem, wenn dann die Frauen da reinkommen im Sommer, ist die Fleischabteilung mein liebster Ort. Flughafen Boston. Eieiei. Weiter führe ich das nicht aus. Was? Unterschied Metro-Handelshof? Was ist Handelshof? Ist das auch so eine Kette? Keine Ahnung. Kenne ich nicht. Kann ich nichts zu sagen. Aber es gibt ja halt mehrere Klamotten, die halt eben für Gewerbebetreibende gedacht sind und nicht halt für das normale Einkaufspublikum. Das hat Lustig gesagt, nicht ich. Das hab ich nicht hab ich nicht. Das war Lustig. Okay, Nato. Danke fürs Vorbeischauen. Komm gut ins Bett, mein Lieber. Ja, morgen geht's ja schon wieder um 22 Uhr weiter. Übermorgen auch noch. Also tatsächlich der letzte Stream am 23. Also nicht dieses Jahr, der letzte Stream vor Weihnachten, nur um das klar zu sagen. Zwischen Weihnachten und Neujahr streame ich dann nochmal. Will ja hier noch ein bisschen weiterkommen. Mehr Comics finden. Und Puppen. Ah, schade, dass in die Busse so wenig reingetan haben. Oh, das war hier der Wartebereich anscheinend. Was kennst du eigentlich? Ja, alles, was es in meiner Region gibt und was mich halt interessiert. Was weiß ich was? Was soll ich kennen, was es hier nicht gibt? Keine Ahnung. Kennst du den Rum-Dealer auf Barbados? Wahrscheinlich nicht. Wofür auch? Wie kriege ich denn hier die Türen auf? Okay, hier kann man... Ich kann einen Flughafen haben. Ja, ich hätte gern diesen Flughafen zum Mitnehmen. Okay, die Terminals haben keinen... sind kaputt. Wie komme ich denn da rein? Von oben hinten? Herr Frisch, auch dir. Danke fürs Reinschauen und einen schönen Abend noch. Ne, die gehen definitiv niemals mehr, weil die sind im Arsch.
Gut, dann müssen wir mal gucken, ob wir da hinten... Ist die Tür war auch zu, ne? Da komme ich auch nicht rein. Ist alles mit Terminal. Na gut, gucken wir hier mal rum. Handelshof ist in Mönchengladbach. Das ist dasselbe wie Metro. Gib mal einfach Routenplaner ein. Gelsenkirchen, Mönchengladbach. Das sind schätzungsweise 70 bis 100 Kilometer. Da müsste es schon, weiß ich nicht, da müsste ich die Cola ja schon nahezu geschenkt bekommen, als dass es sich lohnt. Was soll ich in Mönchengladbach kennen? Alter Schwede. Das ist genauso, wenn ich dich jetzt frage, kennst du den Kentucky in Essen oder hier? Und du wohnst in München? Nein. Das ist dann halt schon tatsächlich außerhalb der... Es würde sich lohnen. Aua. Aua. Oh, was ist denn jetzt hier los? Framerate droppt. Oh, die haben aber richtig viel Radschaden gemacht. Da muss ich mal so einen Redaway nehmen und hier so ein Stimpucket daher. Dinnergabel, Blechdose. Komm hier auch nicht rein. Wie bist du auf Moped gekommen? Tatsächlich, wenn du die Anekdote einmal lesen willst, scroll mal runter. In der FAQ steht genau das, warum ich so oft Moped sage. Das ist hier im Ruhrgebiet einfach so. Das ist hier so ein geflügeltes Wort für alles Mögliche und das hat sich irgendwann verselbstständigt, weil die Leute es recht witzig fanden und da jeder ja so ein bisschen seinem Let's Play oder Stream so eine Marke aufdrücken will, habe ich das halt intensiviert. Und deswegen ist das jetzt halt Moped. So kam das irgendwie zustande. Au! Wo kommst du denn... Her. Ich bin mir zu sicher, dass immer zu wenig da sind. Und dann kommen immer noch 100 neue. Wurmpuff? Wurmpuff. Nee, ist nicht Wurmpuff, der ist einer. Close. Ich spiele immer nochmal, Leanders, immer. Markus bräuchte gleich so eine Sirup-Mischanlage für Cola, wie sie in Fastfood ja. Prinzipiell gar keine schlechte Idee. Weißt du, was sowas kostet, Dr. Planlos? Darüber habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht darüber nachgedacht. Ich habe nur dieses... Also kein Soda-Maker. Das schmeckt kacke. Wenn, müsste es tatsächlich Original-Zeug sein. Weil diese Soda-Maker sind ja halt irgendwie, ne, so Cola-ähnlich. Da hat man an Cola gerochen. Quasi das, was wirklich die Restaurants haben. Da müsste man wirklich mal... Müsste man mal drüber nachdenken. Sicherheitstor... Achso, hier liegt erstmal Zeug. Achso, die Metallkiste ist leer. Wo komme ich denn hier hin? Komm ich da her? Ja, hier komme ich her, ne? Mal das Ding erstmal auf. Just, um es aufzuhaben. Weil es sieht ja eher nach Ausgang aus, als nach irgendwas, was mich weiterbringt. Die machen richtig viel Radschaden. Da drehst du am Rad.
Oh, legendärer. Warte mal, da machen wir mal bitte 2%igen Nullpunkten. Da, so. Verursacht doppelten Schaden, wenn das Ziel volle Gesundheit besitzt. Glaub, das sind halt Klamotten, die kannst du nur mit ganz, ganz gewissen Builds spielen. Also so eine Waffe könnte ich mir wirklich vorstellen, wenn du so ein Schleicher-Build spielst, also Sneaky. Da machst du ja sowieso dann Schleichschaden. Irgendwie normal, doppelten, keine Ahnung. Dann kannst du skillen, machst noch mehr Schaden. Und dann auch die Waffe, wenn der Gegner volles Leben hat. Ich glaube, dann machst du richtig Bumm. Aber darauf habe ich halt natürlich nicht geskillt. Von daher ist es für mich eher so meh. Andorius, sei gegrüßt. Benutzt du auch Minen? Nee, Minengranaten, das fällt mir immer alles aus Versehen aus der Hose. Das benutze ich halt nicht. Deswegen, damit habe ich gar nichts zu tun hier in diesem Spiel. Leider nein. Oh, hier ist... Okay. Nee, habe ich kaum benutzt. Also, wie gesagt, bis jetzt komme ich auch relativ so klar. Deswegen noch kein Need auf Minen und Gedöns. Da ist ein Fusionskern. Den nehme ich mit. Schön für Fusionskern. Hund hat etwas gefunden. Schätze? Wo denn? Ja, wo? Ach da. Jo, lustig, das meine ich halt. Und wenn du dann halt so ein Ding hast, dann ist es natürlich geil. Aber wie gesagt, das habe ich halt... Darauf habe ich nicht geskillt und das ist, glaube ich, auch jetzt nicht mehr meine Spielweise, weil wir kommen bis jetzt so gut voran. Ich glaube, das wäre eine coole Spielweise, wenn du wirklich auf einer höheren Schwierigkeitsstufe halt mal spielen willst. Halt Sneaky und dann halt eben die Crits ausnutzen, beziehungsweise den First Damage aus dem Stealth raus. Und dann natürlich halt so eine Muskete, die du aufladen kannst. Ach du Scheiße, das geht doch... Was ist das denn? Ich doch nie rüber. Vor allem, weil mich das hier blockt. Kann ich doch nicht rüberrennen. Also da wurde ich ja schon minimal gespoilert. Ich weiß, dass es für gewisse Klamotten Jetpacks gibt. Ich kann mir vorstellen, dass das so ein Ort ist. Kommst du nie rüber, oder? Ja gut, ich kann fast aus dem Stand springen. Heißt, Anlauf nützt gar nicht so viel. Weil ich wüsste, oder wir gucken mal, ob wir da oben sonst anderweitig reinkommen, aber da komme ich auch komplett weiter. Hier über das Ding. Oh, geht auch so. Okay, perfekt. Aber wenn jetzt hier kein gutes Goodie drin ist... Das verursacht Stromausfälle? Nein, ich habe keine Frame Drops. Was, Rahmenbrut? Ja, Kassa. Minen und Granaten fallen mir immer aus Versehen aus der Hose. Das habt ihr ja schon hier in Uncharted gesehen. Ich habe mich ja selbst weggemint und gebombt, als dass mir das irgendwie im ganzen Spiel einmal genutzt hätte. Furchtbar. Ja, natürlich, Nico. Ich werde Dark Souls 3 das erste Mal genauso durchspielen wie dieses Spiel. Jeden Halm umdrehen, gucken, dass ich alles finde, was es nur gibt. Und, das spielen wir so lange, bis wir Platin haben. Das ist auch versprochen. Neuer Ghoul. Level up! Okay, war schnell. Das ging jetzt aber wirklich schnell. Okay. Komme ich gerade gar nicht drauf klar, dass wir so schnell schon wieder ein Level up haben.
Ricardo, sei gegrüßt. Skillen. Und Mockstar, sei gegrüßt. So, wir bleiben dabei. Ohne lange zu reden, kommt der Punkt in Wissenschaft. Denn das ist die Wissenschaft, die Wissenschaft. Und coole Mods für Strahlenwaffen. Laserwaffen zumindest. Ja, Wissenschaft. Oh. Oh, ja, meine Telefonklebeband nehme ich mit. Telefon im Koffer. Ja, das ist natürlich Reisegepäck. Ich reise auch immer mit meinem Telefon. Pöpsel ich zu Hause aus. Bin ich auch unterwegs erreichbar. Mit meinem Telefon. Achso, da wäre ich auch so hochgekommen. Wo bin ich denn hier? Achso, ich bin... Ha, ich wäre ja auch so reingekommen. Ja, gut zu wissen. Hehe. Hab den Weg gar nicht gesehen. Ich habe seit heute Mittag die Hauptstory durch. Du, Gap, bitte nicht spoilern. Wir haben mit der Hauptstory noch gar nicht angefangen. Das kommt später. Zahnbürste, Zigarette. Nimm mit. Ja, aber ein Fahrstuhl. Die Frage ist, wo führt der denn hin? Wir haben noch gar keinen Fahrstuhl gesehen. Das müssen wir uns auch mal ganz kurz merken. Ja, da gucken wir gleich mal hin. Fahrstuhl merken. Man nennt sowas Flughafen. Ich weiß, ich bin auch schon mal geflogen. Ist nicht so, dass ich keinen Flughafen kenne. Nur die Erfindung des Open-Air-Flughafens war mir neu. Den kann ich noch nicht. So. So, hier ist sogar noch so ein Moped. Hm, da müssen wir vielleicht auch mal gucken. Vielleicht liegt da hinten noch was Interessantes drin. Gut, wo war ich denn jetzt noch nicht? Ach, da war ich überhaupt noch nicht. Da ist so eine Haarklammer. Ja, die nehme ich mit. Da kam ich wahrscheinlich her. Bin hier rein. Da kam ich runter. Da war das Ding. Was war hier? Tale of Action, sei gegrüßt. Oh, da ist ein Leuchtturm, ne? Aufbereiter! Der nimmt aber gut was aus. Hielt gut was aus. Oh, die sieht aber gar nicht mal falsch aus. 39,44. Da muss ich gleich mal gucken. 39, was habe ich denn da, das so gut ist? Wie hieß denn das Ding? Irgendwas mit Zündrüstung, ne? Die ist tatsächlich schlechter. Was habe ich denn da so Geiles an? Ach, das ist der Harnisch. Ah ja, okay. Ich dachte, das wäre ein Armteil. Ja, die Taschen nehmen wir auch noch mit. So. Ich bin urkomisch. Nein. Wieso? Ich hoffe, ihr lacht mit mir und nicht über mich. Aber dazu ist es ja eigentlich gedacht, um euch zu unterhalten. Das ist ja eine Win-Win-Situation. Ich habe Spaß am Spielen und wenn ihr Spaß beim Zuschauen habt, habe ich sehr oft Spaß gesagt und alle haben Spaß. Kam ich daher? Nein, da kam ich nicht her. Das heißt, da müssen wir auch nochmal reingucken. Uiuiuiui. Ui.
Der Stresstest sah doch schon vielversprechend aus. Meinst du von Dark Souls Walter? Ja, auf jeden Fall. Ich habe es ja 9 Stunden gespielt, war ziemlich geil. Ich hoffe einfach mal, dass das restliche Spiel genauso wird. Das erste Level, was wir da spielen konnten, der Bosskampf war unterhaltsam. Von daher, ich hoffe. Spaß und Spaß, Win-Win, genau. So sieht's aus, Regardo. So sieht's aus. Wäre halt blöd, wenn ich Spaß hätte, aber ihr nicht. Und umgekehrt, wenn ihr Spaß habt und ich nicht. Also, das sind halt Dinge, die halt langfristig nicht so wirklich gut funktionieren. Da war ich und unten waren die Türen zu. Ja, genau, da war ich. Perfekt. Also sind wir jetzt oberhalb. Verstehe ich. Da liegt noch eine Mini-Atombombe. Einfach so. Aber kein Comic. Ja, selbst wenn, dann kannst du auch über mich lachen. Ich meine, manchmal mache ich ja so Dinge, die man lieber nicht tut. Ich weiß auch nicht, warum ich die dann tue. Wie zum Beispiel den Weg nicht finden. Oh Mann. Immerhin haben sie schon mal ein Level 1:1 als BB recycelt. Ja, von der Optik, aber nicht von den Wegen. Also wenn du jetzt sagst, das ist recycelt, dann bist du aber sehr, sehr kritisch, Dr. Planlos. Also, ich meine, dann kannst du genauso gut sagen, keine Ahnung, was der erste Shooter war. Jeder andere Shooter ist quasi eine Kopie davon und alles ist von Pong abgekupfert. Aua. Right away! Murlockfleisch. Noch Murlockfleisch. Hier ist der. Wie heißen hier nochmal die Kellenmänner, die hier mit ihren Kellen kellen? Nicht Cheerleader. Mann, wie heißen die denn? Fluglotsen. Da wo die Fluglotsen sitzen. Der komische Tower. Oh, der Hund fällt einfach schon wieder durch die Welt. Ich speichere mal ganz kurz. Boop. Ja, wobei, Yuppie, das Spiel ist bei mir an mir vorübergegangen, Bulletstorm, weil es in Deutschland geschnitten war. Und deswegen wollte ich es mir halt nie im Sale holen. Ich habe es, glaube ich, sogar auf der PS3, aber die geschnittene Version, weil es das irgendwann mal kostenlos, glaube ich, gab. Wenn, müsstest du dir halt die Uncut-Version, glaube ich, besorgen irgendwie, weil die geschnittene Version, naja. Halt geschnitten, ist nicht so geil. Nee, ist schön hier. Eigentlich nicht. Nicht X-Blade updaten. Bei der neuen Version funktionieren die Sounds im CLR-Browser nicht. Die Fläche für Sound ist ausgegraut. Ist das tatsächlich bei der neuen Version so oder ist das ein Windows 10-Problem? Spy, kannst du das tatsächlich differenzieren? Also sprich, hast du jetzt die alte Version genommen von X-Blade und da geht's wieder? Weil ich überlege ja auch, ob ich Windows 10 jetzt mal drauf mache. Optik ist ja nicht recycelt, das würde ich halt auch sagen, Walter. Also, wenn du so weit gehst, naja. Ist das ein Sub-Ohm-Moped? tatsächlich, ja, es ist auf Sub-Ohm gewickelt. 0,26 Ohm ist es. Ich dampfe halt schon seit 3,5 Jahren und tatsächlich so mein Wohlfühlbereich ist so zwischen 0,25 bis 0,4, 0,5, so um den Dreh. Wobei, ich habe jetzt hier zum Beispiel auch mal wieder einen Fertigkopf drin. Der hat jetzt tatsächlich, er sollte 0,5 haben, wird jetzt aber angezeigt mit 0,8. Dampft trotzdem. Also tut auch, was es soll. Kommt nicht immer auf die Ohms an. Und wie gesagt, gerade für Einsteiger ist halt Sub-Ohm
nicht zu empfehlen. A, weil du dich vorher über die Akkus, die du verwendest, schlau machen solltest und musst, weil sonst gehen die Dinger im schlimmsten Fall hoch oder entgasen. Plus die Dampfentwicklung, wie ich sie jetzt hier habe, kann halt schon ziemlich stark für die Neulinge sein, weil da keine Hustenunterdrücker und so drin sind. Deswegen eventuell etwas geschillter anfangen. Schub, schub. Abgeschlossen. Kein Comic gefunden. Will hier mal gucken. Komm ich da rein? Ja, aber da ist nichts. Schade. Da wäre ein cooler Ort für irgendein Gimmick gewesen. Da war ich. Da war ich. Okay, dann ist die Ecke hier sauber. Ich wäre für einen Killzähler. Gibt es, hat auch unten ja gerade der Dr. Planus aufgerufen. Haben wir bei jedem Spiel. Finde ich eigentlich ziemlich kacke, dass man bei jedem Spiel sieht, wie oft ich faile. Das Pulsmessgerät, Dr. Planlos, kommt spätestens, also was heißt spätestens, es kommt zu Dark Souls 3. Punkt. Ich werde mich da noch schlau machen müssen. Wie gesagt, der Brownie hat ja eins, ich möchte ein anderes haben. Der Brownie wollte anrufen, wenn er das jetzt nicht irgendwann Anfang des Jahres macht, werde ich das mal machen. Ich möchte, also Brownie hat eins, was eigentlich ursprünglich für einen Finger gedacht ist. Das Problem ist, die Finger brauche ich halt zum Spielen. Brownie hat das Moped am Zeh. Dann sitzt er aber ohne Socken da, was auch kacke ist. Und dann kannst du die Zehe nicht bewegen und ich schubbel halt so gerne mit den Füßen. Ich möchte mir halt einen Brustgurt besorgen. Das Problem ist, dann musst du es halt vom Brustgurt irgendwie noch auf den PC kriegen. Dass du es halt eben auch im Stream anzeigen kannst. Und da muss ich mich halt mal schlau machen. Die Gurte zu bekommen für die Brüste ist kein Problem. Problematisch wird es halt, darüber zu kriegen. Wo ist die Blackbox? Und da muss ich einmal mit dem Hersteller telefonieren, was der mir da empfehlen kann. Und dann werde ich mir halt Januar, Februar spätestens so ein Moped bestellen. Damit wir es dann im April halt für Dark Souls halt haben. Weil das ist tatsächlich, da gibt es sogar noch einen Eingang. Weil das ist halt das Spiel, was mich halt emotional, pulstechnisch beim ersten Mal spielen bis jetzt immer am meisten mitgenommen hat. Wie gesagt, hier bin ich halt meistens super gechillt und auch bei Horrorspielen, wenn es nicht gerade Jumpscares sind, mache ich mir auch nicht ins Höschen, aber bei Dark Souls, gerade bei Bossen, das erste Mal, holla die Waldfee. Und da, wie gesagt, möchte ich halt mal so ein Moped benutzen. Kann ich mir ganz witzig vorstellen. Habe ich einen Sponsorvertrag mit Cola bekommen? Das wäre super. Nein, leider nein. Das wäre super. Da würde ich einiges an Geld sparen. Aber nein. Jordan sei gegrüßt. Speichere jetzt hier nochmal ganz schnell kurz fix. Da ist eine Tür. Oh, ist aber doch ganz groß hier, wa? Aber anscheinend nur eine Ebene. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass doch nachdem außen schon so viel war, so viel auch nochmal hier ist. Jetzt haben wir hier noch eine komplette Ruine. Also so wie ich mir eher so einen Flughafen vorgestellt hätte. Das wär's. Interessant ist, dass es hier gar keinen Eintrag für gibt und der eigentlich schon auf abgeschlossen steht. Aber na gut, wir sind ja in den Ruinen. Was hier? Guck sie mir mal an. Kann die was?
Wo waren die denn? Nicht wirklich. Porta 81. Ja, ihr schon wieder. Immer diese Walls. So, da war ich. Ich muss die Karte finden. Ja, du glaubst doch nicht, dass dieser Aufzug hier noch funktioniert, oder? Oder doch? Also ich glaube nicht, dass der noch funktioniert. Der sieht ja irgendwie ziemlich schrottig aus. Naja, egal. Gucken wir mal weiter. Bringt nichts. Wir brauchen wirklich die ID-Karte. Okay. White Snowman, sei gegrüßt. Guten Tag, Herr Ghoul. Wer redet denn da jetzt? Das Laufband endet hier. Seien Sie bitte vorsichtig. Katsching! Das Laufband endet hier. Seien Sie bitte vorsichtig. Ja, ja! Ich klemme meinen Hoden nicht am Laufband ein. Verstanden. Diese Sicherheitshinweise. Das Laufband endet hier. Seien Sie bitte vorsichtig. Das Laufband endet hier. Halt doch die Klappe! So, da sind wir auch schon mal weg. Diese Werte da drauf, dass die nicht skalieren. Oh, die werden weggelaufbandet. Bleib doch stehen! Was soll ich denn so looten? Was? Babyrassel, Silbermedaillon, Achterkugel, keine ID-Karte. Okay, was habe ich übersehen? Wir sind hier am... Ah, hier geht's hoch. Das habe ich übersehen. Okay, speichern. Endet das Laufband dann? Nee, ich glaube, das geht weiter. Wir sollen vorsichtig sein. Das Laufband geht doch weiter. Dieses Gekribbelkrabbel im Kopfhörer. Boah, ich hasse das. Super eklig. Als ob da so Spinnen an der Wand entlang... Ja, wobei Spinnen, die an der Wand entlang krabbeln, machen eigentlich keine Geräusche. Aber ihr wisst, was ich meine. Diese suggerierten Geräusche. Und du blockst mich. Also manchmal kann ich über mein Aiming nichts mehr sagen, da fällt mir nichts mehr ein. Das ist nicht existent. Dieses hier ist der Fahrstuhl übrigens und da ist der andere Fahrstuhl. Au! Achso, ist einfach mal ein durchgängiger Fahrstuhl. Verstehe ich. Okay. Schon Pause? Was? Ja, oh, schon wieder. Gerade mal 5 Minuten am Spiel, schon wieder Pause. Woher weißt du das, Dr. Planus? Weil genau das hatte ich in Aussicht. Den Brustgurt von Polar ist absolut richtig. Den Windlink-Adapter hatte ich auch gelesen. Dass das die beiden Dinger sind. Hast du das jetzt aus irgendeinem Forum, wo es drin stand, was du gegoogelt hast? Weil da habe ich es auch gefunden. Oder hast du eine andere Quelle? Weil die beiden, genau diese Dinger hatte ich in Aussicht. Absolut korrekt. Ich war planlos.
Weil das habe ich über eine Google-Suche in irgendeinem Forum gefunden. Und das habe ich mir halt gebookmarkt und wollte halt mal den Hersteller, halt anschreiben, weil tatsächlich diesen Windlink-Adapter, den findest du so halt nicht. So, das war die Ecke. Da kam ich her. Wo kam ich her? Da kam ich her. Das heißt, wir müssen da lang. Speichern! Pause. 0 Uhr. Leider. Ich muss.